Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Du. Und was das mit dem Drachenei-Drang auf sich hat? Ich habe hier ein Drachenei für dich. Erfahren wir jetzt. Willst mich auf den Arm nehmen? Wahrhaftig? Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Wo hast du es gefunden? Das behalte ich lieber für mich. Großartig. Was willst du dafür haben? Okay, Heiltränke brauche ich nicht. Ich glaube, ich will was von dem Trank. Gib mir etwas von dem Trank, wenn er fertig ist. Also gut. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was dabei herauskommen wird. Komm später wieder, wenn ich ihn vollendet habe. Okay. Du, bist du schon fertig? Du. Nee, bist du nicht. Kann ich jetzt... Kannst du mir jetzt ein Mana-Elixier... Nein, kannst du nicht. Vielleicht habe ich auch die Zutaten nicht dabei. Kann das sein? Wie gesagt, ich brauche ein Feuerding. Ich habe Feuer... Ah, natürlich. Vielleicht brauche ich... Das, was 30 Mana gibt. Ich weiß den Namen gerade nicht. Aber es ist das, was 30 Mana gibt. Vielleicht geht es deswegen nicht, weil ich nicht alles dabei habe, was ich dafür brauche. Das könnte natürlich sein. Aber hey, hier ist doch Gorax. Ich probiere es erstmal mit einem. Ich brauche ein paar Dinge. Hoffentlich hat er da genug. Der hat es nicht. Verdammt. Hat auch ganz viele Mana-Tränke. Und so richtig viele. Naja, hier kann ich nochmal ordentlich einkaufen. Und bevor ich nach Irdorad gehe, werde ich, glaube ich, nochmal die ganzen Waffen verkaufen, weil ich ohnehin keine Stärke mehr groß kriege. Apropos Stärke dazu kriegen. Ich habe doch eine Tafel des Bogenschützen gefunden. Die will ich doch glatt mal nehmen. Und ihr seht schon, ich halte jetzt den Bogen ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt in der Dunkelheit. Ich habe es erahnen können. So, Füglas, du... Hey, du! Hast du was rausgefunden? Schon was rausgefunden? Also ich bin mir ja nicht... Nee, das ist nichts Neues, das kennen wir alles schon. Unterrichte mich brauche ich nicht. Ich weiß ja schon alle Mana... Hey. Alle Runen, die ich brauche. Bis auf eine. Aber dazu später mehr. So, Ware. Zeig mir deine Ware. Und zwar... Ach verdammt. Wo sind denn die Kräuter? Gab's sie hier nicht im Kloster? Hat Marduk die? Mich brauchst du das nicht zu fragen. Nee, der hat auch keine. Verdammt! Wer hat denn hier... Wer erzählt denn sowas? Wer hat denn hier die Kräuter im Kloster? Ich hab die falschen Leute gehört. Oh, das ist der Meister draußen vor den Toren bei den Säulen. Das könnte natürlich auch sein. Dann schaue ich mich dort mal eben schnell um. Und weil das so lange dauert... So... Zack, los geht's. Und immer schön Zauber in der Hand, ne? Nicht, dass da plötzlich ein Suchender steht und ich voll reinrenne und sterbe und dann laden muss und ewig zurückspringe oder zurückfalle und alles neu machen muss. Das wäre natürlich ärgerlich. Und ich meine, hier hat sich mal ein Suchender rumgetrieben. Genau, Meister Iskarot. Das ist der, der mich ganz am Anfang gesegnet hat. Zeig mir deine Ware. Und der hat... Kräuter? Der hat auch keine Kräuter. Mein Gott, aber eine schwarze Perle immerhin. Der hat auch keine Kräuter. Wer hat denn hier die Kräuter? Möge Innos allzeit über dich wachen. Ja, danke. Innos soll mir ein paar Kräuter geben. Ich meine... Der hier... Alrik? Nee, wie heißt der? Orlan, wie komme ich auf Alrik? Ich spiele zu viel DSA. Zeig mir deine... Klar! Deine Ware. Ich meine, der hier hat auch ein paar Kräuterchen. Nein, hat er auch nicht. Mein Gott! Wo gibt's hier Kräuter? Muss ich jetzt echt in die Hafenstadt zu Zuris? Das ist jetzt wohl nicht wahr, oder? Aus dem Weg. Ich muss hier ohne Scheiß zu Zuris. Mann! Das hätte ich nicht gedacht. Oder, nee, Blödsinn, ich bin doch hier bei Konstantino. Hey, da bist du ja wieder. Alter Mann, zeig mal her. Zeig mir deine Ware. Du hast doch bestimmt Goblinbären Geschicklichkeit plus 1. Hey, wer sagt's denn? Damit kann ich den besseren Bogen benutzen. Die Frage ist, ist das wert? Ich kann mir hier Sumpfkraut kaufen, ich kann mir quasi Erfahrung kaufen und ich kann mir Stärke kaufen. Aber zu... Oh, Kronstöckel 5-mal. Feuerwurzel. Ist das das Größte? Nee, davon habe ich genug. Davon habe ich genug.
Feuernessel, Feuerkraut, Feuerwurzel. Nee, davon habe ich doch genug. Ich depp. Hm. Tja, dann. Tja, will ich einen besseren Bogen? Ja, ich will einen besseren Bogen. Keine Frage. Ich will den besseren Bogen. Hey, Stärke. Da bist du ja wieder. Wenn ich Stärke noch um 2 erhöhe, habe ich 80. Kann ich dann eine bessere Waffe schwingen? Eine Zweihandwaffe, die 80 Schaden macht. 5 mehr als mein jetziger, aber dafür habe ich 5% weniger auf Einhänder und bin damit wieder schlechter. Das lohnt sich tatsächlich nicht. Aber wie gesagt, ich kann hier Goblinbären futtern. Warum hört eigentlich? Damit habe ich 50 Geschick. Kann den Bogen ablegen. Kann dafür den, er sollte lieber den Mund halten. Magischen Bogen anlegen. Der glitzert so schön. Aber den Eschenbogen werde ich wahrscheinlich wohl nie erreichen. 30 Geschick kriege ich einfach nicht dazu. Nun gut. Zeig. Dann verkaufe ich erstmal hier ordentlich was. Nämlich den Eschenbogen kannst du haben. Und wisst ihr was? Das war es irgendwie nicht wert. Ich verkaufe die magischen Pfeile. Und ich verkaufe auch den magischen Bogen. Was soll's? Ich brauche die doch eh nicht. Zeig. Weg damit. Ich brauche das Gold. So, komm, ich brauche auch keinen Degen. Oder ich habe doch mittlerweile... Kann ich einen Rapier mittlerweile benutzen? Ja, ich kann jetzt immer einen Rapier benutzen. Dann brauche ich definitiv den Degen nicht mehr. Und das macht 100 Schaden im Einhand. Das heißt, alle Einhandwaffen, die weniger als 100 Schaden machen, kann ich jetzt guten Gewissens verkaufen. Ja, es waren gar nicht mal so viele. Ich dachte, irgendwer wollte ein Trollfell von mir, aber da habe ich mich vielleicht auch getäuscht. Ich weiß es nicht. So viel sind die jedenfalls nicht wert. Tja. Mir scheint, mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als die 10 Lernpunkte zu investieren und den Trank selbst zu lernen. Konstantino, steh mal auf. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Hey, du. Und da bist du ja. Bring mir bei. Welche Rezeptur? Ich, Triff deine Wahl selbst. Elixier der Stärke, Elixier der Heilung. Das ist nicht das, was ich suche. Schade. Dann muss ich doch zu dem da unten. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Mein Gott, ich bin so schlecht mit Namen. Das ist unglaublich. Ich bin so schlecht mit Namen. Neoras. Hey. Der war's. Allerdings kann es jetzt natürlich sein, dass er mir das tatsächlich brauen kann, aber halt erst, wenn... Wie soll ich sagen? Erst, wenn ich die Quest vollendet habe und den Trank... der Trank erfolgreich geklappt hat. Das kann natürlich sein. Deswegen will ich jetzt immer nicht so sein und noch nicht die Lernpunkte ausgeben, sondern ich gehe erstmal nach hier unten. Da sind ja noch 3 Dämonen, die auf mich warten. Und mit der Todeswelle sollte ich die töten können. Wo muss ich lang? Ich glaube hier lang. Genau, dem Licht nach und dann links. Ja, genau. Da will ich hin. So, ihr erinnert euch, ich habe es mit Armeen von Skeletten versucht. Das hat alles nichts gebracht. Ich habe jetzt eine verrückte Idee. Aber zuallererst werde ich hier speichern. So. Und zwar laufe ich jetzt da durch. Das ist zumindest meine verrückte Idee. Und kletter hoch. Hochklettern, habe ich gesagt. In der Hoffnung, dass die hier nicht hochkommen. So, und jetzt mache ich beim Massensterben ganz gemütlich. Und zack. Alle Dämonen tot. Und warum der Feuerregen eine schlechte Idee ist, seht ihr jetzt, wenn ich auf die Karte schaue. Ich bin direkt unterm Kloster. Und wie gesagt, der Feuerregen, der macht einen Zylinder um mich rum, von komplett oben bis komplett unten, wo es regnet. Und da würde ich tatsächlich den ein oder anderen Magier im Kloster erwischen, die das dann natürlich gar nicht so lustig finden, weil erstens, also ich fände es auch nicht lustig, weil dann ein Magier tot wäre, und zweitens würden die mich wahrscheinlich dann, wenn ich wieder hochkomme, angreifen. Die rostigen Zweihänder hier sind, glaube ich, von meinen Skeletten. Oh mein Gott, sind das viele. Aber ich nehme die alle mit, die sind, boah, wie viel sind die wert? Kann ich die verkaufen eigentlich? Also ich weiß, ja, ich kann sie verkaufen. Die Frage ist, wie viel sind die wert? Oh, guck mal, 50 pro Stück, da kriege ich immer 25 Gold pro Stück.
Das ist gar nicht mal so schlecht. Hey, das heißt, ich kann beliebig viel Gold. Dämonenlord. Mana-Elixier. Moment, Mana-Elixier? Reines Mana-Elixier? Nee, das ist der 100er. Schade. Schade, schade, schade. So, aber gut. Es gibt ja einen Almanachen. Erfahrung bis 1000. Hui, wow. Ich habe, was genau nach Anleitung, einfach in das geweihte Wasser von Runenkroning geträufelt und am Runentisch zusammengeführt. Die heilige... Okay, okay, okay. Aha. Das, also kann ich wohl eine weitere Rune jetzt erzeugen? Sehe ich das richtig? Sprache der Bauer? Nein, die Runen. Für die Rune heiliges Geschoss, eingeweihtes Wasser. Keine Spruchrolle. Interessant. Und 1000 Erfahrungspunkte. Ich brauche nicht mehr viel, dann habe ich nochmal ein Level. Das Gesetz der Insel, das kennen wir schon. Und hier ist keiner mehr. So, dann zum Kloster wieder hoch. Ich teleportiere mich jetzt hoch. Wie viel Mana habe ich noch? 31. Ich kann mich sogar noch dreimal teleportieren. So, ich war da unten. Könnte jetzt... Ja, komm, ich will mal eine Nacht schlafen, damit Neoras die Rune mal fertig kriegt. Aber vorher würde ich gerne noch diese Rune erstellen. Geweihtes Wasser habe ich, glaube ich, dabei. Runenstein sowieso. Das Geheimnis der Bibliothek. Was? Was ist das Geheimnis der Bibliothek? Ist das nicht ein Kreis 6 Rune? Nee, ist es nicht. Okay. Rune hergestellt. So. Was haben wir hier? Schauen wir doch mal. Ein Eisblock und ein Blitzschlag. Die möchte ich gerne behalten, weil die relativ wenig Mana brauchen. Und ganz nett sind. Dann habe ich hier das heilige Geschoss. Das kostet 60 Mana. Und damit mehr als der Eisblock. Doppelt so viel wie ein Blitzschlag. Macht aber mehr als doppelt so viel Schaden. Die Todeswelle macht dann nochmal mehr Schaden, kostet nochmal mehr Mana. Das habe ich dann schön aufsteigend. 4, 5, 6, 7. Und dann kann ich mir auf die 8 meine Skelette hauen und auf 9 das Kloster. Wobei, brauche ich Kloster überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich schlafe jetzt erstmal. Ich glaube, ich bin soweit im Kloster fertig. Ich weiß zumindest spontan nicht, was ich noch machen kann. Doch, stimmt, ich brauche Pyrokar. Denn Pyrokar ist einer der wenigen, bei dem ich noch mein Mana steigern kann. 221. Ich müsste allerdings um 4 Punkte hoch. Dafür brauche ich 20 Lernpunkte. Das reicht mir also gerade nicht. Nun gut. Ist der Trank fertig? Nein, ist er nicht. Mein Gott, wie langsam bist du. Gut. Ich war da unten. Was habe ich denn noch offen an losen Enden? Den schwarzen Troll natürlich. Na klar. Den schwarzen Troll. Aber ich will jetzt wissen, was es mit diesem Trank auf sich hat. Wobei, wenn ich so recht überlege. Ich mal überlegen. Kann ich spontan noch irgendwo anders hin? Wo kann ich denn gerade noch hin? Ich könnte mal in die Hafenstadt gehen, genau. Da habe ich noch was zu... eine Kleinigkeit. Aber das kann ich später noch machen. Wo muss ich denn noch hin? Ich kann... Genau, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wie gesagt, ich habe fast noch ein Level dazu. Und den hole ich mir jetzt eben noch schnell. Das wird noch eine Weile dauern. Bis dahin ist vielleicht Neoras mit dem Trank fertig. Und dann... hoffentlich meinen Mana noch ein bisschen steigern. Ich glaube, ich habe mittlerweile alle Runen, die ich wirklich will. Heiliges Geschoss ist schon ziemlich cool. Also, nicht cool, aber ich glaube, das ist ziemlich mächtig. Wo ist Gaar? Nein! Was? Ich habe doch den Drachensnapper umgelegt. Och nö, jetzt ist er tot. Ist ja blöd. Aha, die da hinten sind schuld. Ich weiß genau, wer daran schuld ist. Da bin ich ganz schnell in der Schuldzuweisung. Magisches Geschoss kostet wie viel Mana? 60. Das heißt, ich kann es dreimal machen. Probieren wir doch mal aus. Zwei Drachensnapper, ein Suchender.
Okay, reicht nicht ganz. Was? Was? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Warum trifft das nicht? Oder sind die immun gegen Magie? Keine Ahnung. Jetzt hier erstmal beten. 100 Goldstücke spenden. Zack, Mana plus 1. Und mein Mana ist wieder voll. Dann speichere ich hier nochmal. Und dann muss ich das Ganze halt eben doch mit dem Massensterben machen. Ist mir egal. Ich kann's ja. Und es besteht nicht die Gefahr, dass Garan das abkriegt. Denn der ist ja schon tot. Also entweder waren die außer Reichweite. Oder ich weiß auch nicht. Ihr könnt mir gar nichts. Hui, das war knapp. Da musste ich wirklich nochmal hinrennen. Das war wirklich knapp. Da ist nichts zu holen. Aber ich hab's geschafft. So, da oben war ich, glaube ich, schon mal. Da kann man nicht hin. Hehe, da ist eine unsichtbare Barriere, genau. Da war ich schon mal. Die haben leider nichts dabei. Na gut. Schade, Mana kann ich jetzt nicht nochmal spenden, aber ich kann natürlich... Wo ist sie? Teleport zur Burg. Ich kann jetzt ins Minental rennen und die Orks umlegen. Gott, das ist so langsam. Ich brauche mehr Geschwindigkeitstränke. Die sind echt praktisch. Moment, wie viel Mana habe ich? 72. Das... Ah! 72? Das heißt, ich brauche noch 3 Mana. Noch 3 Mana! Dann reicht mir nach einem Massensterben ein 75er-Trank. Damit ich nochmal Massensterben zaubern kann. Also Todeswelle. Warum heißt das eigentlich Massensterben in der Anzeige, aber Todeswelle im Inventar? Gute Frage. Weiß ich nicht. Jedenfalls, ich brauche Mana. Wie gesagt, ich brauche viel Mana. Und zwar brauche ich exakt 150 Mana. Das ist das Schöne daran. Ich brauche genau 3 kleine Tränke nach der Todeswelle. So, und jetzt wisst ihr ja, dass da vorne ganz viele Orks sind. Und mit denen fange ich doch jetzt einfach an. Und zwar... hier. Speichere ich, um sicher zu gehen. Und dann gehe ich da mitten rein, ne? So, da ist noch ein Schamane. Ja, kommt mal alle her. Weg. Für die hat es leider nicht gereicht. Schade. Den friere ich ein. Zack. Dann brauche ich Mana. 1, 2, 3. Ab. Und da ist der nächste. Und dahinter dran ist noch ein Ork-Kämpfer, wenn ich es richtig sehe. So. Ich glaube, das waren alle, oder? Genau, das ist der Krieger, den ich gerade gesehen habe, der Kämpfer. Dann habe ich gesehen, hier liegt ein Ring. Keine Ahnung, was der kann. Schaue ich mir gleich an. So ein Ork-Schamane, ein bisschen Kräutern. Hier der... Kräuter. Feuerwurzel. Snapperkraut. Praktisch für Geschwindigkeitstränke. Auch wenn mir Kronstöcke lieber wäre für das Mana-Elixier. So... Das war ja erstaunlich einfach. Wie schon gesagt, jetzt fühle ich mich endlich richtig stark. Ja, Orks, ihr habt jetzt verschissen. Ihr habt jetzt gar keine Chance mehr. Das Ende ist nah und ich bin das Ende. Eine Rune, das sieht mir so was. Was war das? Kreis mit Kreuz? Ah, leichte Wunden heilen. Ah, okay. Kriege ich immerhin einigermaßen Geld dafür. Es ist aber nicht so viel wert. Nicht so gut für mich, genauer gesagt, aber durchaus ein bisschen was wert. Das sollte reichen für ein weiteres Massensterben. 157. Und weil ich nicht weiß gerade, was mich auf der anderen Seite erwartet, werde ich hier zur Sicherheit nochmal speichern. Ich weiß gar nicht, habe ich die Orks auf der anderen Seite besiegt? Ich glaube größtenteils, oder? Also Diegos Gold habe ich mir geholt unten. Waren da oben noch Orks? Kann sein, ich weiß es nicht. Ah, da ist noch einer.
Ah, getroffen. Sind da noch mehr? Okay, die sehen nicht so aus. Schau doch mal, was ich mit der Waffe jetzt Tolles kann. Ich weiß auch nicht. Ah, nach vorne ist deutlich schneller als vorher. Aber die seitlichen Schläge sind genauso lahm wie vorher. Schade eigentlich. Wobei die Geschwindigkeit schon ganz praktisch ist. So, direkt nach dem Blocken kann ich sofort losschlagen, bevor er blocken kann. Na, komm her. Siehst du? Eins, zwei. Okay, nicht unbedingt immer, aber. Das ist fast schon so schnell wie Leihänder eigentlich. Wahnsinn. Na, komm her. So. Nichts. Na, man muss ja auch in Form bleiben. Nicht immer nur mit Magie alles machen. Da wird alt und senil. Butterfleisch, Pilze? Pilze? Fragezeichen. Im Sinne von Dunkelpilze. Ich sehe hier leider keine. Aber hier ist noch ein paar. Hier sind noch ein paar Sachen. Hier ist noch ein bisschen Zeug. Das ist nämlich ein Wagfell, eine Spruchrolle, Apfeltabak, Wolfsfell und ein Trank und ein Steinbrecher. Oha. Dann wollen wir noch mal schauen, was das kann. Steinbrecher 80-80. Also genauso gut wie ein Paladin Zweihänder, nur halt als Einhänder. Trank habe ich gefunden. Scheint aber noch mal ein Mana-Trank zu sein. Oder? Ja, das ist ein normaler Mana-Trank, der ganz normales Mana hochheilt. Und was für eine Rune das war, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Nee, da war gar keine Rune, ich Depp. Ich hatte erst den Trank für eine Rune gehalten. So. Genau, aber das war ja eine Rune. Es sah nur so aus. Blödsinn, es war ein Trank. Es sah nur so ein bisschen aus wie eine Rune. Aber es war ja dann doch ein Trank. Das heißt, was ich eigentlich meinte, wäre. Kann ich. Ich wäre mir da nicht so sicher. Was das für eine Spruchrolle war. Das meine ich. Das muss ich mal schauen. So. Du ziehst nicht gerade ein glückliches Gesicht. Keine gescheite Nahrung schon seit Wochen. Ich verhungere. Zeig mir deine Ware. So. Ganz viele Orkwaffen. Komisch, wo er die wohl her hat. Ich weiß nicht. Weiß ich auch nicht. Hier, nimm doch ein paar. Gib mir das Geld. Gib mir alles Geld, was du hast. Gut. Moment, wie gesagt, ich habe ein Rapier, das macht 100 Schaden, also brauche ich den Steinbrecher nicht. Und dann, ja, das soll es gewesen sein. Das reicht eigentlich. Da habe ich ja noch ein Fell irgendwo. Nur Trollfelle, ne? Trollfell, ein Wagfell und ein Wolfsfell. Ja, die kannst du haben. Die kannst du haben, die brauche ich nämlich nicht. So, es ist 10.29 Uhr. Moment, hast du was Feines für mich? Was kannst du mir für einen machen? Du hast Snapperkraut. Ich wundere mich über das. Scheint mir jetzt nicht so gut zu sein. Gut, wo ist Senkrad eigentlich? Dessen Armbrust habe ich noch die ganze Zeit dabei. Hey. Oder ist der tot? Entspann dich wieder. Ja, Meister. Ja, Meister, ich werde mich bemühen. Sehr schön. Keine Ahnung, was mit dem war. Ritter. Hey, du. Da. Die Orks sind sehr Ach so, die Orks sind sehr. Sorry, das habe ich abgebrochen. Das kannten wir noch gar nicht. Gescheiterte Mission. Oschpack. Wo war das denn? Verschwunden in der Dunkelheit. Uda vermisst seinen Freund Senkrad. Ach so, richtig. Ach, der war ja tot. Ich erinnere mich. Das heißt, ich heb die ganze Zeit hier vollkommen unnötig seine Armbrust für ihn auf. Zeig mir. Weil ich ihn ohnehin nicht wieder treffen werde, denn er ist tot. Das heißt, mit anderen Worten, ich kann die Armbrust einfach verkaufen für ein bisschen Gold. Genauso wie den schweren Ast. So. Ich würde gerne in das Gebäude da rechts rein, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme.
wirklich daran? Ich glaube nicht, dass ich noch was. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Keine Ahnung. Ach ja, richtig, da war ja noch was, was im Minental ich machen wollte. Ha! Dann mache ich das doch gleich. Bis zum nächsten Morgen, was soll's. Und oh, ich sehe gerade, die Folge ist schon wieder 25 Minuten lang. Oh mein Gott, das ist viel zu lange. Das tut mir schrecklich leid. Ich würde gerade, habe ich in der Book spontan noch irgendwas? Fällt mir gerade nicht auf. Nein. Das heißt, ich werde das jetzt beim nächsten Mal erledigen. Ich muss nur gucken, dass Biff nicht zu mir gerannt kommt, aber da ich ihn gerade... weiß ich nicht. Muss ich gucken, weil ich sonst ihn erwische mit der Todeswelle. Ich versuche das eben noch schnell. Ob ich hier ohne Biff... Ich kann einfach den hier machen. Das sollte funktionieren. Da komme ich hier ohne Biff raus. Hier in die Burg traut er sich eh nicht her. Kann ich ja mal schauen, ob ich hier drin noch irgendwas Tolles finde. Sieht aber nicht so aus. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.